Die Maya-Kampagne beschäftigt sich mal wieder mit dem Thema spanische Conquista, weil die Kampagne der ersten Mission-CD das Thema anscheinend nicht ausreichend durchgekaut hat. Noch sind aber keine Spanier in Sicht, denn auf dieser Karte gilt es, die 6 Burgen einer feindlichen Maya-Siedlung zu erobern. Diese erhält regelmäßig einige kostenlose Träger und startet mit maximierter Kampfkraft. Die Bergkette im Norden eurer Siedlung enthält alle Rohstoffe, die ihr benötigen könntet. Ihr müsst euch im Laufe des Spiels aber überlegen, ob ihr auf der Nordseite Steinminen errichtet oder Mana für die Nutzung des Steinfluches vorbereitet, da es in der ganzen Gegend nur ein großes Steinfeld gibt. Ebenfalls interessant sind die beiden Halbinseln im Westen eures Startgebiets. Hier wird zu Spielbeginn je dreimal der Wildzauber der Wikinger angewandt, wodurch es vor Rehen nur so wimmelt. Insbesondere wenn ihr mit Obo spielt, könnt ihr einfach eure 2 Startjäger nutzen und auf eine Ziegenzucht gänzlich verzichten. Diese Karte hat sehr großzügige Startvorgaben, was einen schnellen Aufbau und eine stark verspätete Nahrungsproduktion ermöglicht. Das ist auch nötig, da ihr relativ früh angegriffen werdet. Beachtet aber, dass ihr ohne freie Werkzeuge startet, da ihr stattdessen die entsprechenden Siedler bekommt. Außerdem startet ihr mit nur einem Schmied. Vor feindlicher Expansion seid ihr weitgehend sicher, die KI versucht aber schon, mit einer Kombination aus Türmen und Pionieren die große Wüste nördlich eures Berges zu durchqueren. Zum Ende meiner Runde war ihnen das auch gelungen, haltet dort also die Augen offen. Wenn ihr aber selbst mit maximierter Kampfkraft angreift, kehrt sich der Vorteil schnell zu euren Gunsten um. Sobald alle 6 Burgen erobert wurden, habt ihr Mission 1 hinter euch.